Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden, mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden William Wallace bei seinem Aufstieg. Von den bescheidenen Anfängen an. Wir sind ohne Anführer, weil der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat. Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Die Engländer terrorisieren ganz Schottland und es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Aber wenn wir sie besiegen wollen, muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. So, und damit willkommen zu Let's Play Age of Empires 2, die Kampagne. Und wir sind hier gerade noch im Lernmodus, aber der ist ja auch total einfach. Und ich wollte noch etwas zu Age of Empires sagen. Wir machen jetzt erst ein bisschen Age of Empires. Max und Nick werden schon mal Age of Empires 3 anfangen. Ich glaube aber, sie werden nur Szenarios zocken. Und ich werde jetzt erstmal bei beiden Spielen die Kampagne durchzocken. Und dann werde ich dann auch mit bei denen mit Multiplayer machen und alles. Und jetzt machen wir erstmal hier durch. Hört euch mal die Stimme an, die klingt nicht so gut deutsch. Rechts klicken Sie jetzt neben die blaue Flagge. So, machen wir das hier durch, das ist ein ganz normal. Gut, begeben Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten und rechts klicken Sie dann neben die Flagge. Ich glaube, das Spiel ist von 1998. Ich hole mal die CD von hinten. Jo, 1998, Age of Empires 2, wohl bemerkt. Eigentlich wollte ich ja alle spielen, aber ich habe mir Age of Empires 1 angeguckt und habe mir gesagt, ja, lieber nicht, das tue ich mir nicht an, die scheiß Grafik. Und das ist hier eigentlich ganz normal, Linksklick, Rechtsklick, Steuerung. Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Ich glaube, der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Territorium. Ich glaube, das Spiel kostet jetzt 10 Euro. Ich hab das schon lange, richtig lange. Ich habe das jetzt 8-jähriger kleiner Junge schon mal durchgezockt, die Kampagne. Also ist nicht besonders schwer. Und jedenfalls ist aber auch spannend, Age of Empires zu zocken. Macht auch viel Spaß. Und jedenfalls, wenn man das dann im Multiplayer zocken kann, ist das doch toll. Age of Empires 3 wird auch nicht mehr teuer sein. Wenn Sie all Ihre Soldaten und jedenfalls, denke ich, neben die da könnt ihr auch mal euch das Spiel kaufen und dann können wir zusammen. Ja, okay. Sie dann, um die Einheiten zu bewegen. Und ich mache hier erstmal alles. Ich weiß eh alles, wie das geht, weil ich das. Ich habe es zwar lange nicht mehr gezockt, aber es ist ein eigentlich normales Spielprinzip. Haben mit Mauszeiger bewegen. Einheiten bis zur Flagge geschafft? Die Straße vor Ihnen wird von einem englischen Außenposten. Und dann kann man eben hier welche angreifen, diese praktischen Labern. Außenposten. Hier.
Greif mal den Sie an. Den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Klicken Sie dann auf den roten Außenposten. So. Mach mal das. Ich muss etwas raus und ran zoomen. Rechts klicken Sie auf den Außenposten. Weil das Spiel ist sogar zu alt für Fraps. Ja, müsst ihr euch mal denken. Hier ist nirgendwo eine FPS-Zahl. Ich habe Fraps laufen. Das geht nicht. Jetzt greife ich erstmal hier den Außenposten an und mache das Tutorial durch. Und dann geht es gleich mit der Kampagne los. Mit dem ersten Teil. Ich werde versuchen, in jedem Teil jetzt die ersten, zweiten Parts, werde ich versuchen, immer einen Kampagnenteil zu lösen. Jetzt hier das Tutorial und den ersten Teil. Und dann werde ich im zweiten Part versuchen, den zweiten Teil zu probieren. Aber dann ab dem dritten Teil wird es schwer, weil die Kampagnen werden länger und länger. Und jedenfalls kann man auch die Tiere hier angreifen. Warum die Peter das noch nicht anders gemacht hat, ist komisch. Aber hier, guck, einfach kaputt gemacht. Ah, das ist eigentlich nicht dazu da, um Spaß zu haben, sondern um der Nahrung zu sammeln. Um Nahrung zu sammeln. Willkommen zu Hause. Habe ich jetzt das Tutorial gleich geschafft. Jetzt kommen hier noch so ein paar Schwurzel-Engländer. Ach, die wollen hier irgendwelche Scheiße machen. Komm, greif sie gleich an. Keine Panik. Klicken Sie nur auf Ihre Soldaten und rechts klicken Sie dann auf die roten englischen Soldaten, um diese anzugreifen. Die lassen die Soldaten einfach durch, ist klar. Haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen? Ja, ich habe die erste Schlacht gewonnen. Gut gemacht. Jetzt lebt doch nicht nur einmal, ne? Wie Sie gegen das englische Heer ankämpfen können. Ich habe gewonnen. Jetzt bin ich mehr leise. Jetzt kommt nämlich wieder eine Ansprache. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Eduard dem Ersten entgegentreten? So brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. So, wir kommen zum zweiten Teil. Die Versorgung des Heers. Ja, habe ich noch nicht gespielt. Also habe ich schon gespielt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es ist. Aber durch den Namen sagt es schon, wir werden höchstwahrscheinlich Rohstoffe sammeln müssen. Klicken wir drauf und gucken uns das Einführungsvideo an. Mit vollem Magen marschiert sich besser. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. Um das schottische Heer unterstützen zu können, müssen sie ihre Vorräte an Rohstoffen aufstocken. Um gewinnen zu können, müssen sie 50 Nahrungseinheiten, 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten sammeln. Ah, einfach. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Nahrung von einem Bärenstrauch zu ernten. Rechts klicken Sie dann auf einen Bärenstrauch in der Nähe der blauen Flagge. Im Statusfeld im unteren Teil des Bildschirms können Sie erkennen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Der Dorfbewohner sammelt so lange Nahrung von einem Bärenbusch, bis er 10 Nahrungseinheiten hat. Gut. Das weiß ich auch noch, aber hier holt er sich erstmal 10 Nahrungseinheiten und ich wette, ja, wir müssen noch 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten. Und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Transportieren? Die Nahrungsmenge, über die Sie verfügen, wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Da. Zusätzlich zu Ihrem Nahrungsvorrat sehen Sie Ihren derzeitigen Vorrat an Holz, Gold und Steinen. So, jetzt kriege ich bestimmt noch ein paar mehr Dorfbewohner. Je mehr Dorfbewohner Sie haben, desto schneller können Sie Rohstoffe sammeln. Hier. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an, Nahrung zu sammeln. Sehr gut. Sie haben Gold gefunden. Wow, ich habe Gold gefunden. Ja, hier reich. Ich finde es für 1998 ist das Spiel relativ realistisch. Finde ich auch toll gemacht. Aber wann ist Age of Empires 1 rausgekommen? Das ist schon free to play, schätze ich. Das kostet jetzt 10 Euro und ich glaube Age of Empires 3 20 Euro. Also könnt ihr euch mal kaufen. Ist nicht teuer. Ich muss mir downloaden. Also Age of Empires 3 habe ich mir im Internet gekauft, gedownloadet. Ja, ging gut. Und jedenfalls, Age of Empires 2 habe ich noch auf CD. Und habe ich mir auch noch geholt. Okay, jetzt holen wir hier gleich mal Gold und Holz. Holen sie hier. Ist doch ganz schön. Bin ich jetzt schon fast reich.
Kann man den einen auch mit anweisen, Bären zu holen. Die müssen nämlich nur einmal sammeln. Da hat sich schon wieder Gold. 50. Hier. Heute ist auch bald fertig. Holen wir die noch zurück gleich. Und dann dürfte es gleich fertig sein. Habe ich doch gesagt, gut geht gemacht. Ziemlich schnell. Sie haben jetzt genug Holz. Ja, ihr. Hier, ihr klein. So. Jetzt kriegen sie noch Bären. Sie haben jetzt genug Gold. Nein, du wartest einfach hier. Und jetzt bringt er die letzten Bären hin und dann haben wir mal wieder gewonnen. Prohaft. Und gewonnen, bestimmt. Zum Gewinnen brauchen sie außerdem 50... Ja, richtig. Pujabam! Gewonnen war das einfach. Seinem schlechten Ruf gemäß hat Edward I. in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. So, da haben wir einen harten Gegner, aber das erst in der zweiten Folge. Da heißt es Ausbilden der Truppen und ich sag somit Tschüss und bis zum nächsten Part von Age of Empires 2 Kampagnenmodus.